So, auf geht's in das nächste Dungeon, die Djinn-Grotte. Das ist quasi der nächste Palast, wenn man das jetzt mal so nennen möchte. Oh, da habe ich wohl zu früh. Okay, erste Schlüssel. So, na dann nehmt den Schlüssel doch gleich für hier unten. Ein Scheige, ich werd verrückt. Ach, der M. Okay. Ah, alles klar. Gut. Na, nicht schlecht. Also hier sind sehr viele Super Mario-Elemente drin, das finde ich echt mega stark. Gut, den Kompass haben wir schon mal. Hier dürfte nichts weiter sein. Kann man die zum... Oh, das könnte funktionieren. Ach, die machen die Schubbewegung nicht nach. Okay, das hätte ja funktionieren können. Moment, wir machen erstmal den. Das hat ja super funktioniert. Na, machst du mal auf. Geil. So, Schlüssel Nummer 2. Das lassen wir erstmal so. Okay. Na, das ist ja auch frech. Jetzt muss ich auf die andere Seite wieder. Okay, kann ich das wegschieben? Gucken wir es mal weiter. Okay, passiert nichts. Na, dann holen wir uns erst einmal den Schlüssel. Ich muss mir immer noch mal ein bisschen ins Gedächtnis rufen, wie ich gesprungen bin. Da komme ich immer mal noch durcheinander mit der Steuerung. Ach, ich bin ja auch ein Trottel. Ich habe doch schon drei Schlüssel mit mir. Ich hätte doch schon die Tür gehen können. Na, okay, dann habe ich jetzt wenigstens den Schlüssel. Eine Karte? Ne, eine Karte habe ich noch nicht. Okay. Ich würde sagen, ich gehe erstmal oben lang. Na, das funktioniert ja schon mal super. Komme ich hier weiter? Ja, das passt. Sehr schön. Ich wette übrigens, ich kriege hier einen Krafthandschuh. Also ich weiß es nicht, das muss ich dazu sagen. Aber ich könnte es mir vorstellen. Moment, X, zack, zack. Okay, alle Gegner töten. Ach, jetzt stelle ich mich aber dumm an. Oh, da haben wir den Schnabel. Okay. Jetzt haben wir die. Wozu war jetzt... Moment, das muss ich probieren. Passiert da nichts? Okay. Na, das hätte ja sein können. Dass ich die alle anmache und es dann irgendeine geheime Sache gibt. Aber da habe ich mich getäuscht.
Senke die Bodenplatte, indem du den Kristall anschlägst. Na, Applaus. Dass ich das jetzt auch weiß. Okay. Wie bin ich sonst an die ganzen Schlüssel gekommen? Stopp. Das ist ja praktisch. Ich komme dann einfach so das Puder wieder. Auch nicht schlecht. Ich finde es trotzdem verwunderlich, dass man die Tonkessel nicht mit dem Schwert kaputt machen kann. Okay, nein. Und mal, ob die Eule uns was anderes sagt. Wenn das Motiv auf dem Boden gleich ist, wird sich ein neuer Weg. Okay. Oh, wieder eine 2D-Passage, geil. Ah, das muss ich sagen. Die Elemente gefallen mir echt super in dem Spiel. Brauchen die Herzen, sehr schön. Okay, da passiert auch nichts. Oh, jetzt hat er mich. Schmeiß weg. Wie weit sind wir? Ich habe immer noch keine Karte gefunden, fällt mir gerade auf. Okay. Sicher, dass man die tun? Okay. Erst die langohrigen Kreaturen, zuletzt den Schädelritter. Okay. Das scheint ein Tipp für... Oh, 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 oh. Was geht denn hier ab? Ist denn auch schwarzes Loch oder was? Gut, da ist die Karte, wenn man vom Teufel spricht. Sehr schön. Ich will jetzt erstmal auf die Karte schauen. Okay. Ich habe eigentlich bis jetzt nicht wirklich was verpasst. Rubine. Immer gut. Hier geht es noch nicht weiter. Ich gehe mal davon aus, jetzt müsste ich eigentlich einen Krafthandschuh oder irgend sowas in der Art langsam bekommen, weil da ist ja alles gestoppt. Ja. Ja, weiter geht's ja hier nicht. Komm, gib mir die Krafthandschuhe. Kraftreif? Kraftarmband, alles klar. Okay, in irgendeinem anderen Spiel war es Krafthandschuh. Na, sehr schön. Muss ich den extra ausrüsten? Gucken wir doch gleich mal. Ich denke nicht, ja. Kann ich einfach so aufheben. Na, das gefällt mir doch schon mal. Jawoll, das gefällt mir doch. Sehr schön. Jetzt muss ich nur erstmal überlegen, wie ich den Schalter umlege. Da komme ich ja jetzt. Ach, da oben kann ich lang. Und das ist auch praktisch, da kann man sich gleich Herzen rausziehen. Hier ist der Schlüssel. Okay. Gibt es noch eine Tür, eine Kiste? Und dann haben wir es ja schon geschafft.
gibt es aber eine Menge Gegner. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den noch... Ja, da war noch einer, okay. Komm her. Und? Es taucht nichts auf, okay. Erst die mit den langen Ohren hieß es. Stopp. Ah, okay. Die Reihenfolge muss tatsächlich dann stimmen. Okay. So, mal gucken, ob man hier vielleicht auch noch Geheimnisse findet, wenn man hier die Tonkrüge alle kaputt macht. Na, immerhin. Genau, hier musste ich noch hin. Ich bin auch ein Held. Wie willst du denn an den rankommen? An den komme ich doch gar nicht ran. Okay. Nee, stopp so raus. Ah, das ist doch cool. Komm her. Okay, das war Nummer 1. Dann machen wir die Fledermaus. Jetzt passt. Okay, interessant. Ah, da ist natürlich der große Schlüssel. Das macht natürlich jetzt erst recht Sinn. Okay, jetzt haben wir eigentlich, jetzt haben wir alle Kisten offen. Genau. Jetzt können wir zum Endgegner. So, Endgegner Nummer 2. Was ist das für ein Clown? Ach, das ist der Djinn. Naja klar, das heißt ja auch Djinn-Grotter. Macht ja Sinn. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich den hier besiege. Ich kann mich nicht bewegen, aber ich bin unverletzt. Schmerz zerstört meine Flasche nicht. Selbst die Wände hier sehen stabiler aus als das Spielzeug. Ah, verstehe, okay. Naja, die Flasche machen wir kaputt. Also erstmal die ganzen Feuerbälle werfen lassen. Oh, jetzt hat aber einen Affenzahn drauf.
Oh, der Feuerball ist aber groß. Also die Sprungattacke mit dem Schwert, die ist schon echt sehr effektiv. Die zieht zwar genauso viel... Oh, jetzt habe ich ihn. Okay. Der nächste volle Herzcontainer, jawohl. Jetzt bin ich mal gespannt, was es für ein Instrument gibt. Okay, hier geht's rein. Aha, ein Horn. Ein Tritonshorn, okay. Sehr schön, zweites Instrument erhalten. Djinn-Grotte erledigt.